Hallo zusammen, mein Name ist Holger Jung-Andreas und heute geht es um den Herzsport für Fortgeschrittene. Herzsport ist ein ganzheitliches Training, das heißt, wir trainieren die Beweglichkeit, die Koordination, die Kraft und vor allem natürlich die Ausdauer für das Herz-Kreislauf-System. Die Schnelligkeit spielt beim Herzsport und generell beim Gesundheitssport keine Rolle, weil sie wird assoziiert mit Stress und gewinnen müssen und Druck. Das möchte man natürlich vermeiden. Wir möchten ein entspanntes, effektives Training. Beim Herzsport können wir im Grunde genommen alles machen. Entscheidend ist die Dosierung und die Pausengestaltung. Wir müssen also immer versuchen, ein Gleichgewicht zwischen Unterforderung und Überforderung zu erzielen. Besonders effektiv ist der Herzsport natürlich draußen, an der frischen Luft, wie hier auf der Terrasse oder im Garten, im Wald oder auf dem Balkon. Vor allem in Zeiten von Corona. Beim Herzsport ist die Phasierung ganz entscheidend. Wir haben 5 verschiedene Phasen: die Aufwärmphase, die Gymnastikphase, die Ausdauerphase, die Spielphase und zum Schluss noch eine Entspannungsphase. Wir fangen also an mit einem kurzen Aufwärmen. Wir versuchen eine 60-minütige Einheit jetzt in 20 Minuten zu komprimieren. Also, wir fangen an mit der Aufwärmphase, ein kurzes Aufwärmen und machen da zunächst mal koordinativ über Kreuzarbeit, rechte Hand, linke Oberschenkel, linke Hand, rechter Oberschenkel, um beide Hirnhälften zu aktivieren. Zunächst auf Oberschenkel, dann an der Innenseite, die Intensität etwas zu erhöhen. Dann natürlich an die Fersen, um die Knie auch aufzuwärmen. Das Ganze nacheinander. Wir heben die Knie an über Kreuz, die Hüften aufzuwärmen. Dann an die Innenseiten nochmals. An die Fersen nochmals. Und als vierte Übung der Ellenbogen, der rechte Ellenbogen, linker Oberschenkel, linker Ellenbogen, rechter Oberschenkel. Der freie Arm zieht nochmal schön nach oben, damit es uns bei recht kühlem Wetter, wie es heute ist, auch warm wird. Und das Ganze dann nacheinander, Innenseite, Innenseite, Oberschenkel, Oberschenkel, Ferse, Ferse, Ellbogen, Ellbogen, Innenseite, Innenseite, Oberschenkel, Oberschenkel, Ferse, Ferse, Ellbogen, Ellbogen. Und ruhig etwas schneller, also Innenseite, Innenseite. Oberschenkel, Oberschenkel, Ellbogen, Ellbogen, Ferse, Ferse. Machen wir mit den Fersen weiter, geht zusätzlich noch etwas runter in die Knie. Der freie Arm ziehen wir schön nach oben. Rechte Hand, linke Ferse, linke Hand, rechte Ferse. Und das Ganze machen wir mal versetzt. Rechte Hand, linke Oberschenkel, linke Hand, rechte Ferse. Wenn wir keine Zeit haben, uns groß aufzuwärmen, jetzt wie im Moment, wir haben vielleicht nur 5 oder 6 Minuten Zeit, da müssen wir viel koordinativ arbeiten. Dann wird uns auch schnell warm, weil wir ja auch unseren Kopf einschalten müssen. Linke Hand, rechter Oberschenkel, rechte Hand, linke Ferse. Linke Hand, rechte Fußinnenseite, rechter Ellbogen, linker Oberschenkel. Linker Ellenbogen, rechter Oberschenkel, rechte Hand, linke Ferse. Jawohl. Machen wir beide Arme nach oben und gehen jetzt mal nur, indem wir das Gleichgewicht mal versuchen, etwas zu schulen, bereits in der Aufwärmphase. Rechter Ellbogen, linker Oberschenkel, dann nur die Fußspitze aufsetzen. Zack, zack, zack. Zack, und die Intensität ruhig ein bisschen erhöhen, ohne dass wir die Fußspitze aufsetzen. Schulung, Gleichgewicht bereits in der Aufwärmphase. Und dasselbe auf der anderen Seite. Linker Ellbogen, rechter Oberschenkel. Fußspitze kurz aufsetzen und dasselbe auch hier ohne abzusetzen. 3, 2, 1. Gut, sehr schön. Wir schütteln aus, bleiben in Bewegung. Herzsport heißt immer Dynamik. Wir müssen 1 Stunde
in der regulären Übungseinheit eine Stunde immer in Bewegung bleiben. Und hier bei den 20 Minuten, bei kaltem, kühlerem Wetter, natürlich insbesondere ständig in Bewegung. Schulterkreisen nach hinten, Schulterkreisen nach vorne. Jawohl. Brust, Wirbelsäule mobilisieren, die Ellbogen zusammen, die kreisen nach hinten. Auch hier so 3-4 Mal, Ellbogen vor dem Körper zusammen. Selbe mal nach vorne. Hände zusammen und die Fingerspitzen an die linke Ferse. Rechtes Knie, linke Ferse. Rechtes Knie, linke Ferse. Rechtes Knie, linke Ferse. Und dann wieder wechseln. Linkes Knie, rechte Ferse. Linkes Knie, rechte Ferse. Rücken bleibt gerade. Die Atmung fließt. Ganz entscheidend, dass wir immer auf genügend Sauerstoffzufuhr achten. Linkes Knie, rechte Ferse. Rechtes Knie, linke Ferse, jetzt ohne abzusetzen, direkt in einem Fluss, rechtes Knie, linke Ferse, linkes Knie, rechte Ferse, rechts vorne, links hinten, links vorne, rechts hinten. Jawohl, und lockern. So, wir kommen mal zur Oberschenkel und Wade. Die Hände auf die Oberschenkel, gehen mit dem Gesäß nach hinten runter und rollen einfach über die Sohlen ab. Halten den Rücken schön gerade, heben die Fußspitzen an, heben die Fersen an. Aktivieren die Wadenmuskulatur, rollen über die Sohlen ab. Mal gleichzeitig die Ferse nochmal anheben und pumpen. Wadenmuskulatur aktivieren, Sprunggelenke aufwärmen. Wieder ausschütteln, die Arme mal zur Seite, wir kreisen den Arm, heben das rechte Knie an, bleiben stehen. Schulen das Gleichgewicht, konzentrieren uns aufs Gleichgewicht und kreisen mit dem rechten Fuß. Und dasselbe auf der anderen Seite. Linkes Knie anheben und mit dem Fuß kreisen und die Arme kreisen diesmal nach hinten. Und gut, wir schütteln aus und zum Abschluss dieses kurzen Programms gehen wir runter in die Knie und befinden uns auf der Loipe, Skilanglauf und heben im Wechsel die Fersen an. Der Rücken bleibt gerade und bleibt schön weit unten. Wir machen das mal 15 bis 20 Sekunden und wir merken, so kalt ist es plötzlich gar nicht mehr. Ganz mal gleichzeitig Doppelstockeinsatz. Rücken gerade halten, wenn die Arme nach hinten schwingen, heben wir die Fußspitzen an. Schwingen die Arme nach vorne, heben wir die Fersen an. Schwingen die Arme nach hinten, heben wir die Fußspitzen an. Schwingen die Arme nach vorne, heben wir die Fersen an. Fünf, vier, 3, 2, 1, gut. Somit sind wir wahrscheinlich aufgewärmt und kommen zur nächsten Phase. So, wir kommen nun zur Gymnastikphase. Das heißt, wir können hier ganz speziell die Kraft trainieren, die Ausdauer natürlich trainieren, das ganz wichtige Herz-Kreislauf-System, dann die Koordination und die Beweglichkeit. Wir konzentrieren uns zunächst mal auf die Kraft. Das heißt, wir fangen an mit dem Oberschenkel. Die Hände in die Hüften, den Rücken ist schön gerade. Körperschwerpunkt befindet sich auf den Fersen. Dann gehen wir ganz leicht nach hinten runter und versuchen, die Oberschenkel zu aktivieren und zu kräftigen. Gehen langsam runter, langsam hoch. Das Ganze auch hier 8 bis 12 Mal. Neun.
10. Schön langsam, ohne dass die Beine in die Streckung kommen, dass wir immer eine Körperspannung in den Oberschenkeln haben. Sehr schön. Schüttel kurz aus. Und jetzt nochmal. Sehr speziell auch nochmal für die Oberschenkel, für den Quadrizeps. Wir gehen schön runter. Die Hände bleiben auf dem Oberschenkel. Der Rücken ist gerade. Wir gehen langsam runter. Körperschwerpunkt ist jetzt auf dem linken Fußballen. Die linke Ferse ist weit angehoben. Auch hier 10 bis 15 Mal etwa. Gut, und dann wechseln. Die rechte Ferse anheben. Dann gehen wir schön runter. Auch hier wieder. Das gleiche auf der anderen Seite. Körperschwerpunkt auf den Fußballen. Immer dran denken. Auf die Atmung achten, der Mund ist immer geöffnet, wir brauchen Sauerstoff in Übungen, normale Atmung. Die Belastung ist immer dann zu hoch, wenn wir außer Atem kommen. Das ist entscheidend zu wissen, dass wir immer in unserem Steady State, in dem Ausgleich zwischen Sauerstoffangebot und Sauerstoffverbrauch sind. Wieder die Hände auf die Oberschenkel. Wir bleiben bei der Oberschenkelmuskulatur und gehen mit dem Gesäß runter, ich mache von der Seite, runter und wieder hoch. Runter und wieder hoch. Rücken bleibt gerade, die Atmung fließt wieder. Auch hier 10, 15 Mal. Und gut, sehr schön. Machen wir jetzt mal eine Kombination. Wademuskulatur, Oberschenkelmuskulatur. Gehen wieder runter in die halbe Kniebeuge, heben die Fersen an, drücken die Fersen auf den Boden und dann wieder anheben. 10 bis 15 Mal. Auch hier da auf der Seite. Auch hier Rücken gerade halten, Fersen anheben. Gut, sehr schön. Nach dem Ausschütteln wieder was für die Oberschenkel, die Hände in die Hüfte. Wir gehen jetzt mal ganz langsam runter und kommen zu den berühmten Squats. 3 Sekunden runter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Ohne dass die Beine in die Streckung kommen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oder ein letztes Mal nochmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und wieder locker. Nach den Beinen ist natürlich der Oberkörper dran. Schultern und Brustmuskulatur. Die Ellenbogen. Die Ellenbogen sind in Schulterhöhe. Wir bleiben immer in Bewegung, dass der ganze stets in Bewegung ist, wir brauchen im Herzsport Dynamik. Ellbogen, Unterarme, Handflächen zusammen. Auch hier 10 bis 15 Mal etwa. Jawohl, jetzt kippen wir mal die Arme nach vorne und machen die Ruderübung. Die Ellbogen bleiben in Schulterhöhe. Nach vorne strecken und wieder zurück. Wir bleiben in Bewegung und drücken jetzt die Ellenbogen an den Oberkörper. Auch hier 10, 15 Mal. Rechter Winkel, strecken wir die Arme nach oben, kommen zurück in die Ausgangsposition. Und gut. Zwischendurch kann man auch isometrisch kräftigen, das heißt statisch. Wir klicken ein bisschen ein in den Knien, um einen stabilen Stand zu haben, die Handflächen aufeinander.
Ellbogen in Schulterhöhe und drückt feste die Hände aufeinander. Spannt das Gefäß an. Achten auf die Körperspannung. Achten auf die Atmung. Feste drücken. Lösen. Und dann nach dem Drücken müssen wir ziehen. Auch hier wieder einknicken, Gesäß anspannen und ziehen. Etwa 7 bis 10 Sekunden halten, feste ziehen. Und gut, auch wieder locken. Ausschütteln, auslockern, prima. Und nochmal die Schultern kräftigen. Das heißt, wir heben die Schultern an und senken sie langsam wieder ab. Gleiche Bewegung wie beim Achselzucken. Schultern anheben und langsam wieder absenken. Anheben und langsam wieder absenken. Anheben und langsam wieder absenken. Das Ganze kann man noch intensivieren. Winkel wieder, Ellenbogen in Schulterhöhe. Schultern anheben und langsam absenken. Anheben und langsam absenken. Anheben und langsam absenken. Anheben und langsam absenken. Und wieder locker. Jetzt haben wir Brustmuskulatur, Schultermuskulatur. Kommen wir jetzt noch zum Rückenstrecker. Machen wir folgende Übung. Gehen runter, Füße sind hüftbreit. Ganz gerade Rücken, Arme nach vorne. Wir gehen runter und einfach die Arme nach oben, nach unten bewegen. Oberkörper leicht nach vorne. Achten wieder auf die Atmung. Handinnenfläche zeigen zueinander. 10 Sekunden etwa. Und locker wieder. Wie immer, das waren Beispiele für eine Gymnastikphase. Die dritte Phase ist die Ausdauerphase. Hier geht es darum, in einer Dauermethode das Herz- und Kreislaufsystem zu trainieren. Man kann das durch Walken, Joggen, Laufen, Nordic Walking beispielsweise oder auch durch Gymnastikformen, wo der ganze Körper im Einsatz sind, durchführen. Eine Möglichkeit zum Beispiel sind die berühmten Burpees, die so aussehen. Das wäre aber im Herzsport zu intensiv. Deswegen können wir das Ganze etwas modifizieren. Und zwar drehen wir uns. So, machen 5-mal leichte Kniebeugen und dann gehen wir im Anschluss an das Geländer für den Oberkörper zu trainieren. Brust und Schultermuskulatur. Also 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5, und wieder. Das Ganze machen wir 4-mal, also 4-mal jeweils 5 Wiederholungen. 5, 1, 2, 3, 4, und wieder. Runter geht. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Da haben wir schon wieder ein ganzheitliches Programm, das heißt für Oberkörper und für Beine. Und dann das Ganze auch nicht zu intensiv gestaltet, sondern mit einer moderaten Belastung. Des Weiteren können wir schön runtergehen und für unser Herz-Kreislauf-System auch hier in einer Ganzkörperübung den Skilanglauf. Wenn wir das am Ort praktizieren, vielleicht 1 Minute, 1,5 Minuten etwa mit einer kurzen Pause, dann wieder 1 Minute oder 1,5 Minuten an der Seite, sieht vielleicht noch ein bisschen besser aus, mit gerader Rücken. Und nehmen zusätzlich noch die Fersen an. Gut, das Ganze, wie gesagt, 4-mal 1 Minute oder auch 1,5 Minuten, je nach Empfinden. Wir kommen nun zur Spielphase. Die ist in den ersten Stunden charakterisiert durch kleine Spiele, wie Ball über die Schnur beispielsweise, oder auch Hockey, Ringhockey oder auch
modifiziertes Basketball. Wir machen aber heute eine kleine Herausforderung für jedermann, indem wir uns auf das rechte Bein stellen, also eine Gleichgewichtsübung, gleichzeitig aber auch eine Koordinationsübung. Das heißt, wir kreisen mit dem linken Arm nach vorne, mit dem rechten Arm nach hinten. Berühren jetzt gleichzeitig mit dem Daumen jeden einzelnen Finger und konzentrieren uns weiter, indem wir jetzt von 50 bis 0 in 5er Schritten rückwärts zählen. Also 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0. Das kann man natürlich ein bisschen noch logischerweise erschweren, in 8er Schritten beispielsweise oder 9er Schritten. Kommen wir nun abschließend zur Entspannungsphase. Da machen wir uns zunächst ganz locker, lassen die Arme hängen, rechte Schulter zur linken Seite, linke Schulter zur rechten Seite, die Arme baumeln um den Körper rum. Blick immer nach vorne, Kopf dreht nicht mit, Schulter ist auch soweit, ganz ruhig, nur die Arme. Die Hüfte ist auch ganz ruhig und lockern wieder. Wir dehnen die Halsseiten, die rechte Hand an die linke Schläfe, ziehen den Kopf nach rechts, knicken etwas ein in den Knien, spannen das Gesäß an, drücken die linke Schulter nach unten, halten den stabilen Stand. Das Gesäß bleibt angespannt, achten auf die Atmung. Atmung fließt, spüren die Dehnung in der linken Halsseite, halten das etwa 15 Sekunden. Ziehen die linke Schulter hoch, lösen die Hand wieder, Kopf gerade, Schulterkreis wieder nach hinten und wechseln. Linke Hand, rechte Schläfe. Wir ziehen den Kopf nach links, drücken die rechte Schulter nach unten. Spüren die Dehnung in der rechten Halsseite. Achten auf die Atmung. Ziehen die rechte Schulter wieder hoch. Hand löst, Kopf wieder gerade, wieder die Schulter nach hinten kreisen, nochmals lockern und zum Abschluss nochmal den Nacken dehnen, wieder ein bisschen einknicken, Gesäß anspannen, die Arme nach unten drücken, die Schulter nach unten ziehen, Kinn auf die Brust drücken, Nacken dehnen, etwas ausatmen, länger ausatmen, die Dehnung genießen, 15 Sekunden. Langsam Wirbel für Wirbel nach oben aufrollen, in die Ganzkörperstreckung, auf die Zehenspitze lang machen, nach unten gucken, gerade Halswirbelsäule, tief durch die Nase ein und zum Abschluss einmal kräftig